Schnur abgerissen, ja. Der war so groß, Schnur abgerissen. So, heute geht's mal wieder zum Rhein. Mal gucken, ob wir was kriegen können, oder, Maxi? Ja. Ein paar schöne Brassen und rote Augen wäre schön. Genau. Dann ein klein bisschen Weg haben wir noch vor uns. Aber weiter geht's. So, am Rhein angekommen. Der Pegelstand ist schon recht hoch geworden. Ja. Knapp einen Meter in einer Woche zugelegt. Ja, aber es ist immer noch gut. Und es ist ja noch da. Ja. Beide. So, jetzt erstmal Futter anmischen. Oder Maxi? Ja, hier. Wir haben einmal dieses Futter hier. Das war ein Angebot bei Ascari. 3 Kilo, 2,99. Gucken, ob das was bringt. Das war Fließwasser, das dunkle. Dann das ganz helle hier war Brasse. Und hier, das hier war Fieder. Das rühren wir einmal um. Dann gucken wir, was wir dann noch haben. Einmal haben wir hier dieses Futter. Extra für Fließwasser. Für den Rhein. Machen wir so viel? Ja. Oh nein. So, das Futter ist angemischt. Ja. Ja. Lass nur noch ein bisschen ziehen und dann kann es losgehen, oder Maxi? Ja, mit den Grundeln. Oh, ich hoffe, mit die werden den bestimmt größeren kommen. Fischen. Ja, auf die. Ohne Grundeln geht es kaum. Ja, das stimmt. Man muss immer Grundeln fangen. Es geht eigentlich gar nicht. So, jetzt schon die ersten Bisse gehabt. Konnten wir allerdings nicht verwerten. Maxi hat einen Biss. Und? Ich spüre gerade nichts. Okay. Vielleicht eine Runde, vielleicht ein Rotauge. Ja, wenn dann ist es frei. Nein, gar nichts. Oh doch. Ein Rotauge! Ja, ein kleines Rotauge, super. Gut gemacht, Maxi. Petri, ging ja schnell, oder? Ja, hallo, den kann man grillen. Bei der anderen hat auch gebissen. Und noch einer. Heute geht's Schlag auf Schlag. Sollen wir den auch grillen? Noch einer, der dritte. Das ist eine Brasse, oder? Nee, ich weiß nicht, was das konkret ist. Ja, eine kleine Nase gefangen. Eine Nase, tatsächlich. Die geht aber gleich wieder schwimmen. Die müssen wir schwimmen lassen. Ja. Ab 32 cm, glaube ich. Schöner Fisch. Hey, der Futterkorb ist weggezogen, oder? Aber nix. Den müssen wir schwimmen lassen. Darf ich erstmal sehen, die Nase? Ich hab leider nichts, Papa. Die Waren sind noch heile. Eine ist ganz und weg. Ja, verpennt. Soll ich mal trotzdem gucken? Ja, warte noch einen Moment. Das ist kleines. Und? Aber uns drin. Ja, ich glaube, da ist einer. Ja, ich glaube, hier ist wieder mal einer. Das Spezialfutter ist richtig gut, oder? Ja, wirklich. So eine gute Mischung für kleinere Fische. Nee. Nein, doch nicht. Leider nicht. Naja, wieder rein damit gleich. Ja. So, Maxi hat den nächsten gefangen. Das ist auch eine Nase, oder? Echt? Zeig mal. Oh ja, Tatsache. Ich habe noch eine Nase gefangen. Die zweite Nase heute. Die schwimmt aber auch wieder. Heute ist Nasentag. Die Freiheit. Ja. Da unterm Stein. Da schwimmt sie wieder. Tschüss, bis ich das mal, wenn wir dich fangen. Ja. Ja? Ein richtig großer. Ja, guck mal,
Ja. Da. Oh, große. Gute. Ja. Hier, guck. Da, das ist eine super, Maxi. Mhm. Sehr schön. Ist das auch eine Rotfeder dann? Nein, das ist eine Rotauge, oder? Rotauge? Rotfeder. Die werden immer größer, oder Maxi? Ja, zuerst so kleine, dann ein bisschen größer, dann eine größere Nase, dann eine große Nase. Schöner Fisch. Angefühlt. Echt? Oh. Was ist das? Durchgefallen. Das ist ein Loch im Kescher. Im Wagen? Mhm. Ja, so eben der nächste schöne Bursche in den Haken gegangen. Lange Zeit nichts gebissen. Und jetzt richtig schöner. Und Maxi? Oh, warte. Kescher, Kescher. Oh, große! Große! Ja. Was für eine Sendung! Guck mal, die Brasse! Ja, Petri, Maxi. Danke. Die erste Brasse heute. Ja. Schön. Nach dem Brassen noch eine. Das ist richtig schön. Abgerissen, ja. Der war so groß, Schnur abgerissen. Oh. Ja, Maxi, mach mal nichts. Ich kann aber dafür nichts. Der, der Fisch, der hat auch gebissen. Nee, der hat nicht gebissen. Doch, da. Das war ein kleiner. Ja, die erste Grundel des Tages. Oh Mann, oh Mann. Die hat den Köder geschluckt. Geschluckt hier. Oh, ja. Aua, die kann richtig beißen. Ja, Maxi, Glückwunsch. Eine Grundel. Aber eine große, ne? Ja. Und der nächste. Bin ich fast umgebracht hier auf den Stein. Mann, oh Mann. Ey. Aber gehakt. Hier haben wir dann noch eine Grundel. Ja. Lange Zeit nichts gebissen und das war der Grund. Der Grund der Grundeln. Genau. Der Grund, die Grundel. Der nächste Fang. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. So, heute ist leider auch schon der Angeltag vorbei. Ja. Regnet jetzt richtig draußen und schon dunkel. Mhm. Ja, wir haben gut gefangen. Wie viel? 14 Fische? Ja, ja? Nee, 12. 12? Mhm. Und 12. Eine Krabbe. Und eine Krabbe, genau. Ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Dann angeln wir vielleicht ein paar Wochen nochmal hier, oder? Ja, in einer Woche. In einer Woche? Oder morgen. Nee, morgen bestimmt nicht. Okay. Mhm.